Moin Lieben, herzlich willkommen hier vom Kanal Just Lifestyle, dein Kanal, wenn es um Vlogs und Lifestyle geht. Frisch aus Hamburg. Ja, es ist Donnerstag und es gibt heute ein neues Video. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich hau mal ein Video raus zu Düften unter 50 Euro. Dass es eine Menge Düfte gibt, die ich euch empfehlen kann. Ich habe jetzt erstmal heute ein paar hier am Start. Noch ein, zwei andere Düfte, die jetzt nicht hier vorne drauf stehen. Wenn euch dieses Format gefällt, könnt ihr gleich mal einen Daumen nach oben da lassen. Dann mache ich gerne mal eine Serie dazu, zu Düften unter 50 Euro. Freunde, legen wir los. Alles weitere ist hier unten so gut es geht verlinkt. Und let's go. Erster Duft, Freunde, ist einmal Diesel. Hier könnt ihr ihn sehen. Ist ein schöner Duft. Ich finde das Design der Flasche richtig gut gelungen. Auch der Sprühkopf ist qualitativ hochwertig. Ich hab immer sonst das Problem, wenn ihr euch einsprüht, dass manchmal dann die Sprühköpfe abfliegen und dann landen die irgendwo und man findet sie im schlimmsten Fall nicht mehr wieder. Ansonsten ist das Design, was ich meinte, sehr gut gelungen. Auch hier schön mit der Faust und vorne Diesel. Zum Duft selber. Ich muss sagen, ich habe schon mal eine Straßenfrage gemacht, wo dieser Duft auch drin vorkam. Und der Duft kam bei den Ladies vor allen Dingen richtig gut an. Was mir bei diesem Duft gefällt, ist, er ist einfach sehr männlich. Only the Brave heißt dieser Duft. Schon wie es der Name sagt, er ist sehr frisch. Viele Frauen da draußen finden Düfte sehr anziehend bei Männern, wenn es nach zum Beispiel frisch geduscht riecht. Also wenn ihr frisch riecht, männlich riecht. Ihr könnt euch ja mal die Duftnote hier oben anschauen. Ich hab euch das mal hier eingeblendet. Also die Basisnote gefällt mir bei diesem Duft schon mal sehr gut. Zedernholz, Amber und Leder. Ein guter Mix aus coolen Zutaten, sage ich immer so. Deswegen kann ich euch diesen Duft wirklich empfehlen. Kommen wir zum nächsten Duft, Freunde. Ein Unisex-Duft. Dieser Duft, den gibt es schon sehr lange. Calvin Klein One ist auch einer meiner Lieblingsdüfte. Den benutze ich ziemlich oft, gerade im Alltag, auch auf der Arbeit, weil ich auch eher zu den Leuten gehöre, die eher teure Düfte eher in der Freizeit tragen, anstatt eher auf der Arbeit. Den gibt es fast immer, ich sage deswegen fast immer, bei Douglas im Angebot von 39 Euro auf 19,99 Euro. Den gibt es öfters mal von Calvin Klein, dieses Angebot. Er ist jugendlich, er ist dadurch, dass er sehr Unisex ist, finde ich persönlich recht neutral riechend, also sowohl für Frauen und für Männer halt geeignet. Deswegen ist er auch nicht zu herb, sonst wäre er ja auch, wie gesagt, kein Unisex-Duft. Kopfnote, Bergamot, Mandarine und Grapefruit ist auch richtig nice und daher könnt ihr es ja schon erahnen. Der Duft ein bisschen süßlicher auch riecht, aber ist trotzdem gerade auch für den Frühling ein Top-Duft, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Als nächstes, Freunde, kommen wir zu einem Duft, den ich auch wirklich sehr gerne mag, und zwar ein Zara-Duft. Wer hätte das gedacht? Man Silver. Den habe ich schon mindestens 2 Jahre, ist bei Zara auch ein Dauerbrenner. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal ein reines Zara-Haul-Video mache zu Düften, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare und lasst es auch gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich bestimmt, dann mache ich das mal ganz gerne. Ja, Zara Man Silver ist vom Design ja auf jeden Fall richtig cool gelungen. Duft ist nicht teuer. Ich habe den für 15 Euro bekommen bei Zara. Und ich finde, die Flasche sieht schon recht, was heißt edel aus. Aber sie macht schon etwas her, dadurch, dass es sehr matt gehalten ist. Auch hier oben die Schrift. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Freunde, Zara steht drauf. Ja, ansonsten ist es eine schöne Flasche. Vom Duft her kann ich euch erstmal allgemein sagen, auch dieser Duft ist ein sehr schöner Duft. Riecht aufdringlich und er riecht vor allen Dingen, das ist mir immer persönlich sehr wichtig, er riecht nicht puffig. Den auftragt, er hält nicht ganz so lange, ist mein persönliches Gefühl. Ich habe mir aber sagen lassen, dann hält er tatsächlich bis abends. Ich selber persönlich rieche ihn zur Mittagszeit an mir selbst nicht mehr. Heißt aber nicht, dass er weg ist, sondern das ist einfach nur das Eigenempfinden meistens. Ganz kurz dazu, was ist da drin? Zum Beispiel Vanille ist drin, Zedernholz, Zitrone, Lavendel, sogar auch Pfeffer. Ich hätte es Zara wirklich nicht zugetraut, dass die Düfte von Zara zum Teil wirklich gut sind. Und dass mich gerade dieser Duft wirklich umhaut. Hätte ich nicht gedacht, Freunde, ist Zara wirklich gut gelungen und ist ein wirklich, und ist auch echt ein Duft, den man wirklich tragen kann. Als nächstes, Freunde, wie soll das auch anders sein, habe ich natürlich einen Jack & Jones Duft hier am Start. Und zwar Nummer 3. Es gibt Nummer 3. Und zwar Jack & Jones hat Düfte rausgebracht letztes Jahr. Von den 3 Düften, die es gibt, blau, weiß, schwarz, gefällt mir blau am besten aus dem einfachen Grund, weil blau riecht ähnlich wie schwarz, aber ist mir ein bisschen zu sanft. Weiß riecht eher nach weißem Tee, also ein bisschen dünn. Und schwarz riecht ziemlich männlich. Ähnlich wie das Zara Silverman Parfum. Ihr habt auf jeden Fall Zedernholz, Amber, Leder mit drin.
Ein Ticken Zitrone dürfte hier dann auch sein. Er riecht frisch, er riecht männlich. Einmal ganz kurz erwähnt haben, einfach nur ein bisschen jugendlicher gehalten ist. Das war's. Ansonsten haben wir nochmal hier einen schönen Duft aus der Drogerie. Kriegt natürlich auch bei Douglas, keine Frage. Und zwar Bruno Banani for Everyone. So, ein schöner Name. Ist auch, finde ich, ein schöner Duft, gerade jetzt auch für den Frühling und Sommer. Ja, ist günstig, erschwinglich, aber der riecht richtig frisch, Freunde. Vergleichbar wie mit dem Calvin Klein. Design ist recht einfach gehalten, weiß-orange. Sprühkopfflasche ist auf jeden Fall am Start. Die ist ziemlich nice, also da ist die Qualität auch wirklich gut. Und ich kann das sagen, Bruno Banani tatsächlich hat eine lange Haltbarkeit. Das muss ich echt am Rande sagen. Bruno Banani hat mich da echt schon damals als Schüler überzeugt, als man nicht so viel Geld hatte, sich irgendwie einen teuren Duft zu kaufen, war Bruno Banani für mich immer am Start. Was ist hier drin? Und zwar, ihr könnt es ja auch schon wieder sehen, Zedernholz, Tonkabohne, Wasserpfeffer. Also da sind auch wieder sehr frische Zutaten dabei, sodass dieser Duft richtig gut und frisch riecht. Er ist ein bisschen süßlicher, das ist auch wieder Geschmackssache, was ihr so mögt. Dann habe ich für euch noch einmal zwei Düfte zusätzlich noch anstatt. Und zwar Gilsana Sun, Freunde, ist auch ein schöner Duft. Er kostet ca. 35 Euro bei Douglas. Mir gefällt der Duft Gilsana Sun richtig gut, Freunde. Ist eine andere Alternative, auch nochmal zum Bruno Banani, wer da jetzt sagt, gefällt mir nicht ganz so gut Bruno Banani, dann auf jeden Fall Gilsana Sun auschecken. Auch da, hier oben eingeblendet, könnt ihr ja sehen, was enthalten ist. Also der Duft ist auch ein schöner Sommerduft. Hier oben eingeblendet, könnt ihr ja sehen, was enthalten ist. Also der Duft ist auch ein schöner Sommerduft. Amber, Zedernholz, Moschus, Muskat. Also diese Kombi sorgt dafür, dass die meisten Männer halt auch darauf abfahren, das selbst halt zu tragen, zu riechen. Aber auch die Frauen sind da echt nicht abgeneigt, diesen Duft zu schnuppern. Und ist halt auf jeden Fall ein nicer Duft, den man auf jeden Fall mal auschecken sollte. Dann habe ich für euch noch am Start als letztes den David Beckham Duft. Ist vielleicht ein Duft, der jetzt nicht so ganz bekannt ist, aber ich habe den früher gerne getragen, weil er günstig war und weil ich David Beckham als Sportler sehr gefeiert habe und im Allgemeinen als Typ, als Person. Und ich die Produkte im Allgemeinen von David Beckham recht gut finde, auch gerade von seinem Barbershop. Die Sachen, also kann ich mich auch mal empfehlen, die auszuchecken. Kann ich auch mal gerne zu einem Video machen, wenn da Interesse besteht. David Beckham kriegt ihr bei Rossmann, bei DM auf jeden Fall. Und bei Douglas natürlich auch. Oder wo ihr sonst eure Düfte besorgt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr cooler Duft, ein sehr cleaner Duft. Ähnlich wie Diesel, Only the Brave. Sehr frischer Duft, auch wieder leicht frisch geduscht. Ne? Sehr frisch, sehr männlich, herb auf jeden Fall. Und er ist wirklich gut und er hält richtig lange, Freunde. Also, wenn dir da draußen das Video gefallen hat, dann lass mich das doch gerne wissen. Mit einem Daumen nach oben da, drück auch gerne den Abo-Button und dräng deine Glocke an Ehrenmann, damit du kein neues Video mehr hier auf meinem Kanal verpasst. Ich werde auf jeden Fall eine kleine Serie hieraus starten, aus diesem Format. Düfte unter 50 Euro, denn es gibt ja eine Bandbreite von coolen Düften. Schreib gerne deine Meinung in die Kommentare. Ich habe, soweit es geht, alles hier unten wieder verlinkt zu den Düften. Dürft ihr mal gerne durchstöbern. Ich habe euch auch ein paar Amazon-Links zu den Düften verlinkt. Die sind mit einem Stern gekennzeichnet, also da... Also, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, dürft ihr auch gerne über diesen Link euch diesen Duft eurer Wahl besorgen. Wenn ihr keinen Bock habt, euch über Amazon diesen Duft zu bestellen, dürft ihr trotzdem gerne über diesen Link euch was anderes bestellen bei Amazon, was ihr halt mögt. Ihr unterstützt mich, wie gesagt, damit und ihr habt dadurch keine Mehrkosten. Also, würde mich freuen, wenn ihr gerne diesen Link benutzt für eure nächste Amazon-Bestellung. Ansonsten... ist alles gesagt, Social Media, alles unten verlinkt. Alles klar, Freunde, haut rein, ich bin raus. Ajo, ciao.